Liebe Studenten, willkommen zu einer weiteren Vorlesung Kommunikationsnetze 1. Diese Vorlesung, das sind eigentlich zwei Vorlesungen hintereinander, fokussiert sich auf den Data Link. Beim letzten Mal haben wir über die Schicht darunter gesprochen, den physikalischen Layer. Da ging es eigentlich darum, wie man Symbole oder Bits überträgt über ein geführtes oder nicht geführtes Medium und haben auch Verfahren kennengelernt zur Fehlerkorrektur und Fehlerdetektion von Bits. Wir kommen jetzt zum Data Link Layer und dort geht es eigentlich um drei wesentliche Punkte. Das eine ist der Medium Access Control, dann Logical Link Control und wieder mal Error Correction. Bei Medium Access Control geht es darum, wie verschiedene Sender-Empfänger auf den Kanal zugreifen können. Bisher haben wir immer nur angenommen, es gibt ein Sender-Empfänger-Paar, aber was passiert eigentlich, wenn mehrere Benutzer gleichzeitig auf das Medium zugreifen können? Wie kann man so etwas effizient gestalten, ohne dass sich diese Kommunikationspartner stören? Beim Logical Link Control geht es eher darum, dass man innerhalb eines Benutzers bestimmte Ströme favorisiert oder priorisiert über anderen und die Error Correction Verfahren, wie vorher auch schon in der physikalischen Schicht, jetzt nur eben auf Basis von Frames oder Paketen. Und das sind die Verfahren, die auch dann in höheren Schichten benutzt werden. Darum werden wir die hier etwas näher beleuchten. Und da gibt es zwei wichtige. Das eine ist das Forward Error Correction und das Automated Repeat Request Verfahren. Die werden wir auch hier kennenlernen. Gut, zum ersten einmal zum Channel Access. Wie kann man auf den Kanal zugreifen? Und da gibt es verschiedene Unterklassen. Das erste, was wir uns angucken, ist der Kanalzugriff zwischen einem Sender und einem Empfängerpaar. Und zwar gibt es da verschiedene Formen. Das eine ist Simplex, dann gibt es Half-Duplex und auch Duplex. Und was man dann hier sieht, ist, beim Simplex wird ein Sender einfach übertragen, ohne darauf zu achten, was der Empfänger damit eigentlich macht. Ja? Oder vielleicht macht er auch sowieso gar nichts, wie zum Beispiel beim Radio oder beim Fernsehen. Beim Duplex ganz hier unten können Sender und Empfänger gleichzeitig empfangen und auch senden. Das ist wie in der Telefonverbindung. Man redet, der andere redet auch, man kann gleichzeitig reden. Und dazwischen gibt es noch einen Half-Duplex. Das ist etwas, was man zum Beispiel beim Walkie-Talkie mal gesehen hat. Push-to-Talk, Style-Talk. Das heißt immer, einer darf nur senden und der andere darf nur empfangen und umgekehrt. Und das sind diese grünen Verbindungen, die hier gezeigt sind beim Simplex. Von links vom Sender nur zum Empfänger, beim Full Duplex vom Sender-Empfängerpaar in beide Richtungen gleichzeitig und der Half Duplex, da sieht man diese Verbindung, die entweder nach oben oder nach unten geschaltet wird, sodass immer nur ein Sender oder ein Empfänger aktiv ist. Wenn man jetzt verschiedene Duplex-Verfahren sich anguckt, kann man die Duplex-Verfahren unterscheiden in den verschiedenen Entitäten Zeit, Frequenz und Code. Beim Time Division Multiple Access, da wird der Uplink und der Downlink, was ist das? Also der Downlink ist die Verbindung von einer Basisstation zum Endgerät und dem Uplink vom Endgerät zur Basisstation wird die Zeit aufgeteilt in diese verschiedenen Phasen und damit emuliert man eigentlich einen Voll-Duplex. Betrieb, der es aber gar nicht ist. Wie man hier sieht, wird immer dediziert in eine Richtung übertragen, entweder in Uplink oder Downlink. Trotzdem können Sie natürlich bei einer Telefonverbindung, sieht es so aus, als wenn Sie gleichzeitig reden und sprechen können, obwohl bei unserem heutigen Mobilfunksystem solche Verfahren auch zum Tragen kommen. Das heißt, es ist ein Emulated Full Duplex. Beim Frequency Division, Multiple Division Duplex, da werden der Uplink und Downlink in der Frequenz getrennt. Das heißt, hier kann der Uplink immer senden und der Downlink auch, aber immer nur mit einer geringeren Bandbreite als zuvor. Ja. Und was ist hier der Unterschied? Ganz klar, wenn ich einmal die Frequenzen zuordne, dann ist es vielleicht schwieriger, die Frequenzen neu zuzuordnen zwischen Uplink und Downlink. Das kann ich im Zeitbereich wahrscheinlich besser machen. Auf der anderen Seite kann hier beim Frequency Division Multiple Access, kann jede Station jederzeit senden und muss nicht auf die nächste Phase eines Downlink oder Uplinks warten. Ja, wenn man jetzt über Latenz spricht, scheint das FDD sehr interessant zu sein. Wenn man über Anpassbarkeit und Adaptivität spricht, ist vielleicht das Time Division Duplex Verfahren besser.
Es gibt auch noch ein anderes Verfahren, das heißt Code Division Duplex. Da können beide gleichzeitig senden. Die benutzen nur unterschiedliche Schlüssel. Was diese Schlüssel sind und bedeuten, das kommt später noch einmal im Genauen. Gut, jetzt ist es aber so, das scheint ja so zu sein, dass immer nur eine Station und ein Empfänger da ist, eine Basisstation und eine Reihe von Empfängern. Wie ist das eigentlich, wenn verschiedene Empfänger da sind und wie teilen wir diese Ressource dann aus? Und das ist ähnlich wie zuvor. Es gibt unterschiedliche Zuweisungsmechanismen. Das eine basiert auf einer zentralen Einheit, wie zum Beispiel einer Basisstation. Das andere sind zum Beispiel selbstorganisierende Netze, wo es keinen Schiedsrichter gibt, der so etwas zuordnet. Und das Problem ist, wenn ich eine zentrale Einheit habe, dann habe ich sehr viel Information und kann auch eine sehr gute Zuordnung eigentlich machen. Wenn ich das selbst organisiere, mache, kommt es immer darauf an, wie viele Endgeräte wollen eigentlich gerade kommunizieren, aktiv. Und alleine diese Zahl ist relativ schwierig zu bekommen, aber die hat damit was zu tun, wie optimal wir Ressourcen zuordnen können. Das andere ist, selbst wenn ich weiß, wie viele aktive Stationen da sind, mit welchem Verkehr muss ich da eigentlich rechnen? Mit welchem Traffic Pattern? Ist das etwas wie zum Beispiel Constant Bitrate, wo, sagen wir mal, jede Minute drei Pakete kommen? Oder kann es mal sein, dass einmal 1000 Pakete kommen, mal kommt gar nichts? Das heißt, das Traffic Pattern ist sozusagen auch nur eine andere Form von der Anzahl der aktiven Kommunikationspartner. Und hängt natürlich davon ab, wie die Fehlerwahrscheinlichkeit ist für die Übertragung, weil die wieder einen Einfluss hat, ob jemand nochmal senden möchte, weil er wahrscheinlich eine fehlerhafte Übertragung hatte und die einfach wiederholen müsste. Und mit der Fehlerwahrscheinlichkeit hängt auch die geografische Verteilung der Kommunikationspartner ab, weil das natürlich einen Einfluss auf die Fehlerrate hat und wir natürlich dann nicht genau wissen, wie man die Ressourcen hier optimal zuordnet. Aber einiges werden wir in der nächsten Zeit hier kennenlernen, um genau diese Fragen auch anzugehen. Und wenn man jetzt über diesen Multiple Access spricht, vorhin damit nur den Access gab, jetzt der Multiple Access zwischen verschiedenen, dann gibt es vier verschiedene, die ich mal kurz ansprechen möchte. Das eine ist Time Division Multiple Access, nicht zu verwechseln mit dem Time Division Duplex. Ja. Dann gibt es Frequency Division Multiple Access, Code Division Multiple Access und Space Division Multiple Access. Das sind alle vier Verfahren, die Zugriff auf eine Ressource wie den Kanal über verschiedene Funktionalitäten eigentlich zuordnen. Ja. Nehmen wir mal das einfachste TDMA. Da gibt es die Frequenz, die ich sozusagen ersteigert habe, mein Band, auf dem ich sende, und ich kann bestimmte Zeitschlitze allokieren, in dem verschiedene Nutzer eigentlich senden. Hier mal 10 verschiedene Nutzer, die schön nacheinander übertragen. Und hier wird jedem User ein Zeitschlitz, das ist die Zeit oder die Breite eines dieser Kästen, zugeordnet. Und auch immer weiß jeder Benutzer, dass er nur diesen Zeitschlitz benutzen soll. Warum? Wir wollen es vermeiden, dass ein Zeitschlitz von mehreren Usern gleichzeitig benutzt wird, weil durch die Superposition dieser Signale kann der Empfänger gar nichts mehr erkennen. Das sind zwei überlagerte Signale, das ist vollständig verrauscht. Man spricht ja auch von einem orthogonalen Zugriff. Ja? Wichtig ist, dass jedem Zeitschlitz auch ein User zugeordnet wird, denn wenn einer nicht benutzt wird, ist das ineffizient. Also möchte man immer einen Nutzer pro Zeitschlitz genau haben. Das gleiche kann man auch in der Frequenz machen. Ich habe hier mal die User nicht mehr aufgeschrieben. Die Farbe ist die gleiche wie zuvor. Jetzt werden die Nutzer aber auf kleinere Frequenzbänder zugeordnet. Auch immer ein Nutzer auf ein Frequenzband, damit wir auch hier keine Kollision haben. Auch das wird man orthogonal nennen. Das dritte ist Code Division Multiple Access. Da können alle Nutzer zur gleichen Zeit über die gleiche Bandbreite senden und ich kann diese. Was jetzt aussieht wie eine Kollision, ist keine Kollision, weil die über einen sogenannten Code miteinander verwoben sind. Das ist relativ schwierig zu erklären, haben wir aber im Anschluss gleich nochmal eine ganze separate Sektion, die nur erklärt, wie dieser Code Division Multiple Access funktioniert. Es ist sogar noch etwas schwieriger im Code Division Multiple Access, weil es zwei verschiedene Richtungen gibt. Das eine sind orthogonale Schlüssel, mit denen ich die Nutzer trenne und weil es orthogonal ist, stören die sich nicht. Und es gibt noch Pseudo-Noise-Schlüssel, von denen ich sehr viele generieren kann, die es sehr viel vereinfacht, die Nutzer anzusprechen, aber bei denen ich auch Interferenzen zwischen den verschiedenen Schlüsseln habe. Da kommen wir aber gleich dazu, wie ich gesagt habe. Die vierte Variante ist einfach
Und das geht meistens nur bei drahtlosen Kommunikationssystemen, Nutzer über einen bestimmten Ort zu kennzeichnen. Das geht, machen bestimmte Beamformer. Da wird die Energie einer Antenne nur in eine bestimmte Richtung ausgestrahlt. Und wenn die Nutzer geografisch getrennt voneinander stehen, könnte ich sozusagen jeder eine virtuell eigene Zelle machen. Das heißt, die würden gar nicht mehr miteinander kollidieren, sondern sie hätten ihre eigene Sektor, ihre eigene Zelle. Nichtsdestotrotz, auch beim Beamforming gibt es Interferenzen zwischen den Beams der eigenen Zelle, wie zum Beispiel aber auch andere Zellen, die auch Beams machen. Und durch diese Antennenkeule kann es sein, dass auch Energie in meine Zelle mit reinkommt. Also vier verschiedene Zugriffsverfahren auf den Kanal. Jetzt kann man diese vier Zugriffsverfahren auch noch miteinander kombinieren. Das heißt, ich könnte zum Beispiel SDMA mit TDMA verbinden. Heißt, innerhalb eines Sektors, einer Antennensektors, den ich aufgebaut habe, könnte ich noch drei verschiedene Nutzer trennen, indem ich denen verschiedene Zeitschlitze gebe. Und je nachdem, wie die Beams angeordnet sind und sich verändern und die Anzahl der Nutzer sich ändert, wird sich auch der TDMA-Zeitschlitzverfahren sich dort ändern. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt meine Basisstation habe und Endbenutzer, wie unterscheiden die sich? Und dann gibt es verschiedene Kombinationen aus dem Multiple Access und Duplex-Verfahren. Und das ist so, das kann man da manchmal lesen als TDMA-TD, TDMA-FDD oder FDMA-TDD. Das gibt jede Art von Kombination. TDMA-TDD heißt, dass die Phase von der Basisstation zu den Anzahl der Nutzern getrennt ist durch Duplex, Time Division Duplex und innerhalb dieser Phasen ich wieder TDMA mache. Ich könnte aber auch das Duplex in der Frequenz machen, dann habe ich innerhalb verschiedener Frequenzbänder ein TDMA-Verfahren. Ja, und so weiter und so fort. Gut, hier nochmal ein Beispiel für TDMA-TDD, dass Sie es auch gesehen haben, wenn ich den Downlink, also die Kommunikation von der Basisstation zum Endgerät und vom Endgerät im Uplink zur Basisstation mir angucke, könnte es über das gesamte Frequenzbereich immer aussehen, Uplink, Downlink, Uplink, Downlink. Das müssen nicht unbedingt Zeiteinheiten sein, das können auch Variable sein, sehen wir gleich auch mal ein Beispiel, aber innerhalb des Uplinks, hier beim ersten Uplink zum Beispiel, kann man sagen, User 1 schickt was zur Basisstation, User 2 schickt was zur Basisstation, User 3 schickt was zur Basisstation. Nachdem das einmal durchgelaufen ist, kommt irgendwann mal ein Downlink und da schickt die Basisstation was zu User 1, Basisstation zu User 2 und so weiter. Das sieht jetzt sehr geordnet aus. Nachher werden wir jetzt sehen, dass die Ressourcen relativ agil zugeordnet werden. Das heißt, eine Basisstation kann auch einmal sagen, alle 10 Zeitschlitze, die ich jetzt habe im Downlink, gebe ich dem Nutzer 1 oder in einer anderen Zuordnung. Gut, und wenn man sich mal die gesamte Klasse der Multiple Access Schemes anguckt, dann sieht man hier ganz oben Multiple Access aufgeteilt in Time Division Multiple Access, Frequency Division Multiple Access, Code Division Multiple Access und Space Division Multiple Access. Wenn man beim Time Division Multiple Access einmal schaut, gibt es synchrone Verfahren und asynchrone Verfahren. Diese asynchronen Verfahren unterscheiden sich wieder zwischen kontrollierten Verfahren und zufälligen Verfahren. Wir werden gleich anfangen mit den zufälligen Verfahren, mit Aloha, Slotted Aloha etc. Und dann gibt es noch kontrolliertere Verfahren wie DSA, DSA++, Token-basierte, CSMA/CD, Polling. Und das heißt, der Baum von Multiple Access ist relativ groß, aber wir schauen uns mal an, woher die eigentlich kommen und wann welche Verfahren angewendet worden sind. Um das noch zu komplementieren, hier oben beim Code Division Multiple Access unterscheidet man, wie ich schon angesprochen habe, zwischen orthogonalen und Pseudo neues Verfahren. Gut, gehen wir mal zur Time Division Multiple Access Verfahren. Wie kann man einen Kanal zuordnen? Erstmal soll ja der Kanal, der jedem zur Verfügung steht, allen Nutzern zur Verfügung stehen und dieser sollte eigentlich auch effizient genutzt werden. Die Frage ist, was ist eigentlich effizient? Es hat schon ein bisschen angeklungen vorher. Wir haben gesagt, wenn eine Station den Kanal benutzt, dann sollte er das auch nur alleine tun. Sobald eine zweite, dritte oder mehr Stationen senden, überlagern sich die Signale und das wäre eine Kollision und damit könnte der Empfänger gar nichts mehr verstehen. Also immer nur eine Station zurzeit soll senden. Wenn keine Station sendet, das ist auch nicht effizient, weil der Kanal gar nicht benutzt wird.
Das ist genau dieser Fall, diese drei Fälle, entweder keiner benutzt, einer benutzt oder mehr als einer benutzt. Und keiner benutzt ist ineffizient, mehr als einer ist auch ineffizient, weil auch nichts übertragen wird. Es wird nur übertragen, wenn eine Station überträgt. Und die Effizienz entspricht dann dem Quotienten aus der Anzahl der erfolgreichen Übertragungen durch die Anzahl der Gesamtübertragung oder eigentlich nur die Zeit, in der erfolgreich übertragen wird, geteilt durch die Gesamtzeit der Messung. Gut, wie sieht sowas aus? Das Einfachste wäre natürlich, wenn man nur eine Art TDMA-Synchronendienst hätte. Ja? Das heißt, jede Station kriegt einen dedizierten Zeitschlitz zugeordnet. Nehmen wir mal an, wir haben nur drei Stationen, könnte man immer zuordnen, Station 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das ist die Zuordnung. Die Frage ist, ob diese Zeitschlitze auch benutzt werden. Grundsätzlich kann durch diese Zuordnung natürlich erstmal keine Kollision entstehen, weil jeder nur dann zugreift, wenn er auch seine Zuordnung hat. Das Problem ist, es ist auch sehr ineffizient, wenn Station 3 sehr viel braucht und die anderen gar nichts, kann die Station 3 natürlich jetzt gar nichts mehr machen. Das heißt, es gibt keine agile Zuordnung. Ja. Also, sowas hat man zum Beispiel gemacht bei Telefonnetzen der Gruppe von SDH mit Multiplexern, wo ISDN-Verbindungen, 64-Kilobit-Verbindungen einfach auf mehrere größere 2-Megabit-Kanäle zugeordnet worden sind. Das geht also sehr gut, wenn die Verkehrsströme bekannt sind und homogen sind. Also bei Sprachdiensten war das der Fall, darum ist es auch passiert. Das heißt, hier in diesem Fall, sobald sehr viel Verkehr auf den Kanälen ist, wird es auch keine Ineffizienz geben, weil keiner dieser Zeitschlitze frei wird. Und es können auch keine Kollisionen entstehen, unabhängig davon, wie hoch der Verkehr wird. Beim Polling ist das etwas anders. Da gibt es eine zentrale Einheit. Die könnte zum Beispiel die Station in einem sogenannten Round-Robin-Verfahren ansprechen und sagen mal Station 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aber wenn die zentralisierte Station etwas weiß über die Bedürfnisse dieser Station, können auch andere Polling-Verfahren zum Tragen kommen. Das heißt, wenn ich weiß, wie die Verkehrscharakteristik eines Devices ist, dann könnte ich sagen, ich kann der immer mal wieder Daten zuordnen. Jemand, der im Webbrowsing ist und sozusagen eine Seite aufruft, von der weiß man, dass es relativ viel Bandbreite braucht, dann aber auch eine Zeit lesen wird und da braucht man keine Zuordnung danach. Wenn ich einen Sprachdienst habe, brauche ich sehr wenig Zuordnung, aber immer wieder in Äquidistanzen Abständen, um die Latenz einhalten zu können. Ja? Auch hier durch dieses Polling sollten keine Kollisionen entstehen. Sei denn, das Polling wird falsch verstanden bei den Stationen. Das heißt, ich sende aus, Station 3 soll senden und durch ein gekipptes Bit könnte jetzt einer sagen, oh, ich bin auch gemeint, dabei war man gar nicht gemeint. Ja? Aber grundsätzlich passieren hier keine Kollisionen. Das dritte Verfahren, was ich ansprechen will, ist das Token Passing. Das ist also der, der kommunizieren will, hat einen sogenannten Token. Das kann dieser Bleistift sein. Und solange ich diesen Bleistift habe, kann ich die Zeitschlitze belegen. Und wenn ich sie nicht mehr brauche, kann ich diesen Bleistift oder den Token an die nächste Station geben, die dann wiederum kommunizieren möchte. Problem ist natürlich, was passiert, wenn ein Token verloren geht. Dann muss es Verfahren gehen, diese Token wieder zu generieren. Und ganz wichtig auch, was passiert, wenn mehrere Token unterwegs sind. Es könnte ja sein, dass ich fälschlicherweise detektiert habe, dass kein Token mehr da ist und sende einen zweiten Token. Da gibt es zwei Token, auf einmal können Kollisionen entstehen. Grundsätzlich, solange das Verfahren ordnungsgemäß läuft, gehen wir davon aus, dass auch hier keine Kollisionen entstehen können. Gut, das sind also die relativ einfachen Verfahren, die relativ simpel sind, die man auch relativ leicht versteht, wo es immer jemanden gibt, der für diese Zuordnung zuständig ist. Es gab aber vor ungefähr 50 Jahren, in den 70er Jahren, die ersten zufälligen Verfahren, die davon ausgegangen sind, was passiert eigentlich, wenn wir keine zentrale Einheit haben, die uns diese Zuordnung erlaubt. Und Aloha ist ein Protokoll, das für drahtlose Paketübertragung zuständig war. Und das wollen wir uns mal angucken. Wie gesagt, es war ein drahtloses paketvermitteltes Kommunikationsnetzwerk für Hawaii mit den verschiedenen Inseln, die man hier sieht. Die University of Hawaii hat dieses Verfahren 1971 entwickelt und
basierend auf einem sogenannten Random Access Channel. Also, random heißt, auf den Kanal kann zufällig zugegriffen werden. Es gibt keine vorherige Zuteilung und es gibt auch keine dedizierte Einheit, die so etwas während der Laufzeit machen könnte. Wenn Sie das nochmal vergleichen mit den Beispielen zuvor, auf diesen Inseln leben einige tausend Leute, die vielleicht kommunizieren wollen. Und wenn Sie dann den tausend Leuten immer einen Zeitschlitz geben, bis dann mal einer dran ist, dann ist kein Dienst mehr möglich und die meisten Zeitschlitze bleiben nicht benutzt, weil die einfach nicht kommunizieren möchten. Das heißt, durch diesen Random Access Channel können die Nutzer jetzt einfach sagen, ich möchte was senden und senden einfach mal los. Und was passiert dann? Ja, dann können natürlich Kollisionen auftreten. Dadurch, dass es auch ein verteiltes System ist, weiß man nicht genau, wer gerade sendet. Und wir haben nicht mehr diesen schönen Fall, dass es keine Kollisionen mehr gibt und nur noch die nicht benutzten Zeitschlitze ein Problem sind, sondern dass jetzt auch Kollisionen auftreten. Und zwar sehr heftig. Und das Aurora-System hatte bestimmte Annahmen. Jede Station, die was senden wollte, also ein Informationspaket schon hat, kann einfach anfangen, dieses Paket zu senden. Ja? Und alle Kommunikationsknoten oder Endstationen versuchen zu übertragen mit einer sogenannten Poisson-Verteilung. Da sehen wir noch gleich, was es ist. Wir sagen mal, dass jede Station, die ein Paket hat, diese Paketlänge immer die gleiche ist. Das ist auch gerechtfertigt, weil es am Anfang Sprachdienste waren, bis da mal Datendienste waren. Die haben aber auch eine maximale Transfer Unit. Also das ist eine gute Annahme. Was passiert, wenn ein Paket übertragen, nicht erfolgreich übertragen wird? Woher weiß ich das? Ich schicke ein Paket und wenn der Empfänger nicht sagt, ich habe dieses Paket bekommen, ein sogenanntes Acknowledgement, dann muss dieses Paket wiederholt werden. Ja? Und das Problem ist jetzt, wenn wir zwei Stationen haben, die gleichzeitig senden und kollidieren, werden natürlich beide kein Acknowledgement bekommen. Wenn die beide wieder gleichzeitig nach dem Nichterhalten eines Acknowledgements sofort wieder senden, würden sie wieder kollidieren. Ja? Das heißt, es muss ein Verfahren geben, wie man diese Station dazu bringt, nicht wieder zum gleichen Zeitpunkt zu senden. Sie haben es beim ersten Mal gemacht, danach sollten sie aber nicht wieder zum gleichen senden und da führt man ein virtuelles Delay an bei der Wiederholung eines Paketes. Gut, hier mal aufgezeigt, was passieren könnte. Hier nochmal die verschiedenen Inseln. Und wenn jetzt hier fünf Stationen sind, verteilt, könnte Station 1 die erste sein, die was überträgt, fängt an, das Paket zu übertragen. Während der Laufzeit passiert nichts weiteres. Alle Stationen 2 bis 5 sagen nichts. Station 1 beendet die Übertragung. Und da der keine andere jetzt übertragen hat, gehen wir davon aus, dass das Paket erfolgreich übertragen worden ist. Und dafür wird es ein Acknowledgement geben und Station 1 ist zufrieden. Station 2 fängt etwas später an, hat genauso viel Glück, weil während der Übertragung von Station 2 auch Station 1 und 3 bis 5 auch nichts gemacht haben. So, irgendwann fängt Station 4 an zu senden und bevor Station 4 fertig wird, fängt auch noch Station 3 an zu senden. Dann gibt es eine Pause und Station 5 fängt auch an. Während Station 5 wiederum keine weitere parallele Kommunikation sehen wird und damit erfolgreich sein wird, werden Station 3 und 4 nicht erfolgreich sein, weil sie sich ein wenig überlappen. Die geringe Überlappung hier sorgt schon dafür, dass keiner der beiden Pakete übertragen werden konnte. Gut, jetzt ist die Frage, wie effizient ist denn so ein Verfahren? Das Aloha, und das nennt man das Pure Aloha, also das reine Aloha-Verfahren, ist nur dann erfolgreich, wenn eine Station und nur eine Station in einem Zeitschlitz sendet und in der nächsten Zeitschlitz keine Station sendet. Warum das so wichtig ist, zeige ich gleich nochmal. Wir sind ja davon ausgegangen, dass die Pakete alle gleich lang sind und weil die Pakete gleich lang sind, sind auch diese Zeitschlitze mit Groß T immer gleichgesetzt. Die Datenrate ist gleich sozusagen. So, wenn Station 1 sendet, was nicht passieren darf, ist ja, dass eine zweite Station in einem ähnlichen Zeitschlitz sendet. Gut, sie wird nicht genau bei T anfangen, vielleicht etwas später, aber hier sieht man, diese Stationen würden miteinander kollidieren. Das wäre immer noch der Fall, auch wenn die Kollision etwas später anfängt oder noch später. Im schlimmsten Fall ist es sozusagen das allerletzte Bit. Und wenn es das allerletzte Bit ist und wir auch davon ausgehen, dass diese Kollision dazu führt, dass beide Pakete, die kollidieren, nicht empfangen werden können,
ist die Kollisionszeitgröße eben 2t. Das heißt, ich muss ausrechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass in einem Zeitschlitz genau eine Station sendet und im darauf folgenden keiner. Gut. Wenn man das machen möchte, kann man aus der Vorlesung Statistik herausbekommen, dass Stationen, die mit einem Poisson-Prozess, das ist eine bestimmte Verteilungsdichte, senden, dass wir davon ausgehen können, dass innerhalb eines Zeitschlitzes genau x Stationen senden und das ist dann g hoch x mal e hoch minus g geteilt durch Fakultät von x. Wobei x, wie gerade gesagt, die Anzahl der Stationen ist, e ist die Funktion, die Exponentialfunktion und g ist die Load, die Verkehrslast im System. Das heißt also, wenn ich wissen möchte, innerhalb eines Zeitfensters t bis t plus groß t soll genau nur eine Station senden, dann brauche ich also für x nur 1 einzusetzen, g hoch 1 hoch e minus g geteilt durch 1 Fakultät und das ist genau g mal e hoch minus g. Das reicht aber nicht, um den Durchsatz hier auszurechnen, sondern ich muss ja auch davon ausgehen, dass der im folgenden Zeitschlitz, nämlich t plus groß t bis t plus 2 groß t, keine Station sendet. Und da werde ich dann für x 0 einsenden, das ist g hoch 0 mal e hoch minus g geteilt durch Fakultät 0. Also g hoch 0 ist 1 und Fakultät 0 ist auch 1, heißt also e hoch minus g. Um dann zu wissen, wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich in einem Slot sende und in der nachfolgenden gar nicht gesendet wird, kann ich den Durchsatz in so einem System über die Wahrscheinlichkeit ausrechnen der zwei kombinierten, multiplizierten Wahrscheinlichkeiten, dass genau eine Station mal, dass keine Station sendet, übertragen wird. Und dann ist S hier der Durchsatz vom Pure Aloha und das ist g mal e hoch minus 2g. Gut, kann man das noch verbessern? Es gab eine Variante, die dann gesagt hat, lass uns dieses Aloha mal erweitern um ein sogenanntes Slotted Aloha. Slotted Aloha unterscheidet sich grundsätzlich nur durch eine Sache, durch das zum Pure Aloha. Die Paketgrößen sind noch die gleichen, aber es gibt ein Zeitraster. Es gibt ein vorgegebenes Zeitraster, in denen die Kommunikation anfangen darf. Das heißt, ich kann jetzt nicht mehr in der Mitte eines Zeitschlitzes irgendwo anfangen, sondern ich muss zu einem gegebenen Zeitschlitz anfangen. Und so eine Synchronisation, wie zum Beispiel über Hawaii hinzubekommen, ist nicht ganz einfach, kann man aber hinbekommen. In unserem Beispiel zuvor habe ich die Sache mal ein bisschen angeordnet. Station 1, 2 und 5 haben wieder Glück, 3 und 4 kollidieren trotzdem. Aber diesmal sind sie genau deckungsgleich, ja, im gleichen Zeitschlitz. Gut, wie hoch ist jetzt der Durchsatz hier? Wenn alle Stationen synchronisiert sind und wir diese slotted Verfahren haben, also Zeitschlitze, in denen man genau ein Paket senden sollte, dann ist die Kollisionswahrscheinlichkeit natürlich abgesenkt, weil ich jetzt nur noch mir anschaue, ist in diesem Zeitschlitz, sendet genau eine Station. Das hatten wir ja vorher berechnet mit g mal e hoch minus g. Ich habe jetzt aber nicht mehr die Abhängigkeit, dass der nächste Zeitschlitz leer bleiben muss. Und damit ist der Durchsatz von Slotted Aloha g mal e hoch minus g. Gut, wenn man das mal vergleicht mit vorher. Hier vorne war es g mal e hoch minus 2g, Entschuldigung. Und diese Sachen, wenn man die vergleicht miteinander, sieht man, dass dem Slotted-Verfahren durch die alleinige Synchronisation zwischen Stationen der Durchsatz verdoppelt worden ist. Wenn man sich das mal anguckt, in einem Plot Durchsatz gegenüber Load, dann wird man ja sich wünschen, dass die gesamte Load vom System aufgenommen werden können, aber aufgrund der Ineffizienz am Anfang, wo die Load noch sehr gering ist, und später der Kollision, wo die Load sehr hoch ist, sieht man mal die blaue Kurve für das Unslotted und die rote Kurve für das Slotted Aloha. Einfach mal die Funktion eingegeben. Sie sehen hier unten noch einen Link, desmos.com Calculator, da können Sie mal diese Sachen eingeben, ich werde zeigen, wie so etwas funktioniert, im Online-Tool einfach mal solche Plots selber erstellen. Idealerweise wäre es natürlich so, dass wir eine Gerade hätten, die zeige ich jetzt gleich nochmal. Und
diese grüne Kurve gilt es eigentlich zu erreichen. Und man sieht, wie stark diese Kurve nach oben geht, während die Slot- oder Lower-Kurven relativ schnell abgleiten. Und das kommt aufgrund der Kollisionen, die im System sind. Gut, um nochmal diese Annahme, dass die Stationen Poisson verteilt senden, die hier mal genau anzugucken. Poisson verteilt heißt eigentlich, dass ich eine gedächtnislose Quelle habe, die einfach Pakete losschickt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Ja? Und diese Wahrscheinlichkeit ist hier mal gegeben. Die hatten wir auch angenommen. Und um sich verständlich zu machen, wann man Kollisionen und wann man Ineffizienzen aufgrund nicht benutzter Zeitschlitze erwarten kann, kann man das mal sich selber ausdrucken mit Python. Ja? Ich habe ja immer gesagt, es ist sehr, sehr wichtig, dass Sie selber sich die Hände mal dreckig machen, indem Sie auch mal was programmieren. Hier sehen Sie mal, wie einfach so etwas ist. Ja? Sie brauchen für das Python eigentlich nur zwei Sachen einzubinden. Das eine ist NumPy und das andere ist Matplotlib. Das eine ist zum Plotten und das andere ist eine Mathematik-Library, von der wir eigentlich ein paar Verteilungsdichten brauchen, eigentlich nur die Poisson-Verteilung. Wir holen jetzt aber in die Library erstmal alle und wir sagen mal, wir wollen drei verschiedene Verteilungsdichte-Funktionen angucken. Immer Poisson, aber immer mit einem anderen Mittelwert, mit einer anderen Wahrscheinlichkeit des Zugriffes. Und hier ist der Mittelwert 1, 5 oder 10. Was das bedeutet, sehen wir gleich. Und wir wollen 40 verschiedene Zufallszeitschriften uns mal angucken. Und dann kann man hier sagen, ich möchte das nachher drucken. Das heißt, welche Textsorte will ich, welche Fontsorte möchte ich haben, was möchte ich gerne auf die X- und Y-Achse schreiben, mit welcher Fontgröße, also relativ viel Programmiertext, um überhaupt was anzeigen zu können. Und dann sagt man bitte einmal die Anzahl der Samples, die 40, gegen für das maximale den Y, der maximale Y-Wert erwarte ich eigentlich aus der Verteilung mit der höchsten Mean-Variante, guck mir das an. Und sage, schau, zeig mir noch die Legende und dann drucke mir diese Poisson-Verteilung über die Zeit aus, damit ich sie auch in die Vorlesungsfolie mit aufnehmen kann. So, und die sieht man dann hier. Das heißt, über die 40 verschiedenen Testruns, auch hier unten, sehe ich die Anzahl der Events. Also wie oft haben die wurde aus der verschiedenen Verteilungsdichtefunktion mit den verschiedenen Mittelwerten, wie oft wurden da aktive Stationen gemeldet? Und nehmen wir mal die roten Punkte, das heißt, da ist die mittlere Rate 1 und dann sieht man, dass am Anfang keiner was gemacht hat, dann mal einer, dann zwei, hier sogar mal drei, aber höher als drei geht es auch gar nicht. Ja? Wohl meine, dass wir hier über die 40 Testruns sprechen. Wenn man die Zugriffswahrscheinlichkeit natürlich erhöht auf den Faktor 5, sind das natürlich im Mittel 5, das kann man hier mal gut, sehr gut sehen. Aber manchmal sind es mehr, bis hin zu 11, aber auch manchmal nur eine Station, die sendet. Da es ja Zufallsprozesse sind und Poisson verteilt, kann das sehr gut sein. Und bei den Grünen mit Lambda 10 sind wir natürlich auf dem Mittelwert 10, mit dem höchsten Wert hier bei 17 und den kleinsten Wert, glaube ich, bei 4, wenn ich mich nicht irre. Das interessiert uns aber grundsätzlich nicht, weil wir eigentlich nur drei Fälle unterscheiden wollen. Wir haben ja gesagt, erst nochmal hier die Einzelmerkmale, Entschuldigung, dass wir sagen, hier bei dem Grünen, ja, für den Mittelwert 10 und im Testrun 38 habe ich 12 aktive Stationen. Ja. Und für den Mittelwert 1 im Testrun 26 hat genau eine gesendet und hier, dass Sie es nochmal sehen, 40 Testruns. Uns interessieren aber nur diese drei verschiedenen Fälle. Kollision, keine Übertragung, eine Übertragung, damit eine erfolgreiche Übertragung. Und was Sie hier sehen, ist, wenn ich mir angucke, bei keiner Transmission, das ist immer nur Mittelwert 1, ja, gilt aber auch nur für diese 40 Trials. Wenn Sie das nochmal eine Million Mal machen, könnte es sehr gut sein, dass auch Lambda 5 mal davon keiner sendet. Aber hier in den erfolgreichen haben wir auch nur rote Punkte und ein blaues Dreieck. Alles andere hier oben, das sind Kollisionen für uns. Gut, da uns also dieser ganze Plot so nicht interessiert, könnte man sich ja fragen, kann ich nicht einfach mal eine Verteilung bekommen, in der ich nur diese drei Fälle habe? Kann ich genauso machen. Ich sage jetzt mal wieder die gleiche Einbindung der Libraries. Ich nehme jetzt eine Million
Samples mit den gleichen Poisson-Verteilungsdichten und lassen wir jetzt nur noch die Probability Density Function ausgeben, also die Wahrscheinlichkeitsdichte-Funktion. So, wenn wir das machen, nochmal hier auch nicht 440, eine Million, dann hier das S2 ein Array macht, ja, das ist einfach nur ein Feld, wo einfach Werte ineinander geschrieben werden und für eine Million Werte und in diesen Werten, das sind das einfach Zufallszahlen aus der Verteilungsdichte-Funktion der Poisson-Verteilung mit dem Mittelwert 5. Ja, und dann hier mal mit 10 und das untere wieder nur zum Plotten. Und das Bild, was Sie da bekommen, sieht so aus. Jetzt wird immer nur gesagt, mit welcher Wahrscheinlichkeit bekomme ich denn genau 0, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 Stationen, die gleichzeitig senden, wenn ich den Mittelwert 1 habe. Und das gleiche für die grünen und die roten. Auch hier interessieren mich natürlich wieder nur die drei verschiedenen Fälle. Und jetzt muss ich natürlich für die drei verschiedenen Verteilungsdichtungsfunktionen auch mir das unterschiedlich angucken. Mache ich das erstmal für Lambda gleich 1, dann weiß ich, den Rest kann ich wegschmeißen, das sind ja eh Kollisionen. Dann weiß ich aber auch, der erste Balken sagt mir, aha, da wurde nicht übertragen. Und das sind ungefähr, jetzt einmal abgelesen, 46%, nicht benutzt, idle. Keine Kollision, aber auch nicht benutzt, also ineffizient. Gleicher Wert ungefähr für Lambda gleich 1 war nur eine Station, die gesendet hat. Also kann man hier sagen, das war erfolgreich und der Rest waren dann Kollisionen. Das müssten dann ungefähr 92, also 8% liegen noch hier unten und die 8% sind dann sozusagen Kollision für Lambda gleich 1. Wenn Sie das gleiche nochmal machen wollen für Lambda gleich 5, dann sehen Sie ganz, ganz selten, dass Sie da mal Ineffizienzen haben. Oh, dafür ist ein kleiner Fehler, Entschuldigung. Es müsste 2% heißen und 2% erfolgreich und der Rest ist dann Kollision. Wir werden das in den Folien hier noch ändern. Gut, soweit zu dem Aloha-Prinzip. Grundsätzlich ist die Frage, kann man so ein Verfahren noch verfeinern? Und das werden wir im nächsten, in dem nächsten Foliensatz besprechen.